So, da wären wir auch wieder zu einer neuen Folge von Clash of Clans und ja, heute habe ich jetzt leider nicht so viele Fortschritte, wie ich wollte, zu verkünden, aber immerhin sind wir schon mal ganz gut fortgeschritten, jetzt auch bei Level 98, ne? Es geht also auf jeden Fall schon voran, ne? Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht gebe ich ja jetzt einfach mal in dieser Folge noch ein paar Juwelen aus, ne? Weil, ja, das kann man ja auch mal machen, ne? Ich habe so viele übrig und gebe die sonst eh nie aus und man kriegt ja auch immer mal welche dazu. Und deswegen, ja, dachte ich mir, okay, komm, dann mache ich ja mal wieder was, ne, mit Juwelen. Und, ja, ich habe jetzt auch leider die Chance nicht genutzt nach der letzten Folge und noch hier die Clanspiele fertig gemacht, ne? Mit den 8 Stunden da, ich meine, es läuft noch, ne? Aber ich müsste halt wieder von vorne anfangen und das ist schon nervig. Also, ja, so viel Zeit habe ich einfach nicht, beziehungsweise ich habe COC nicht genug auf dem Schirm, um dann wirklich sowas aktiv zu machen, keine Ahnung. Ja, ich schaff's das einfach nie und ja, ich weiß auch nicht, das ist schon immer extrem blöd. Ja, was gibt's zu sagen? Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass ich hier vielleicht, ach, ich habe ja wieder alle frei. Also ich war heute früh, ah nee, das war gestern, da war ich drin und habe irgendwie hier weitergemacht und da waren aber lange nicht alle frei. Und jetzt dauert das ja schon wieder irgendwie einen Tag, ne, das alles zu verbessern. Gut, nicht alles, aber ja, manche Sachen auf jeden Fall. Da können wir die Sachen schon mal nehmen hier alle, ne? Und alles, was eben nicht einen Tag unbedingt dauern, das können wir ja dann nochmal, ja, irgendwie gleich überspringen. Oder das, was einfach von Juwelen her am schnellsten oder am wenigsten kostet, ne? Weil ich will jetzt ja auch keine 1000 Juwelen gleich ausgeben. Oder na gut, hier wären es 134. Das könnte man machen, ne? Moment mal, wo haben wir denn so eine Sache oder eine Sache, die nicht so lange dauert, das hier zum Beispiel, genau. Da machen wir mal 92 Juwelen, gebe ich einfach mal aus, ne? Ist jetzt nicht so krass. Da machen wir direkt mal das nächste Level hier, ne? Ich muss natürlich dann auch gucken, dass ich nicht zu viel Gold jetzt ausgebe und so. Und guck mal hier, das Level ist ganz schön hochgegangen. Also, man muss schon sagen, das bringt einiges, ne? Wir können jetzt spaßenshalber den Magieturm nochmal abschließen. Mal sehen, wie viel XP wir da kriegen. Jetzt haben wir 1946 und jetzt 2153, also ja, mehr als 200 EP gibt's da. Und das ist schon ziemlich OP. Allein nur dafür, dass ich jetzt einen Magieturm hier gebaut habe, ne? Und wenn ich den jetzt wieder verbessere, dann gibt's ja dann gleich übelst viel, ne? Also ja, ist schon krass, würde ich sagen. Jetzt sind wir auch mal hier ein bisschen, haben wir weniger. Also das habe ich mir wirklich alles angespart. Ich habe da keine gekauft oder so. Und das ist schon heftig, ja. Hier unten kann ich ja eventuell auch nochmal welche ausgeben gleich, ne? Ich gehe mal hier ein bisschen wieder auf den Schub und wir schauen mal. Ich muss auch hier mal wirklich ja diese ganzen Mauern hier ordentlich machen, ne? Ja, das ist auch noch so eine Sache, die mir eigentlich ein Dorn im Auge ist, ne? Und ja, was aktuell einfach komplett hier schlecht läuft mit der Base, ne? Ja, da kriegt man auch noch mal ein bisschen EP dazu, ne? Das kann man auch mal machen. Und ich glaube, hier werde ich gleich auch noch mal ein paar Juwelen ausgeben, je nachdem, damit wir hier so langsam aber sicher doch mal vorankommen mit dem ganzen Ding. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal mein Rathaus doppelt schützen mit Mauern, mal schauen. Ja, würde sich bestimmt lohnen. Ich kann hier hinten mal den Tesla hier vorne hin tun, weil sonst bringt er nichts, ne? So 3 Stunden, das ist jetzt durch die Sache hier eh schon ein bisschen verkürzt, ne? Die Zeit, aber ich kann es ja gleich nochmal verkürzen hier. Und ja, was ist hier noch so empfohlen? Der Kracher. Wie lange würde der kosten? 2 Stunden, okay. Und ansonsten Goldmine und Elixiersammler, okay. Und wie viel kosten die? 10 Stunden. Ach du Scheiße. Aber ich habe da auch neulich mir erst einen neuen Elixiersammler gebaut. Oder? Habe ich den noch nicht gebaut? Warte mal, ich guck mal im Shop hier, was es da noch so gibt. Bei Armee gäbe es noch ein Armeelager für 2,5 Millionen. Och lol, ey. Das ist aber auch ein bisschen heftig, ne? So, Schätze ist klar. Ressourcen, was haben wir da so? Elixierlager und so weiter ist klar. Ja, muss ich gleich mal gucken, was ich da für ein Level habe. Aber ich habe doch eigentlich mir neulich erst welche geholt, ne? Also jetzt quasi das dritte. Warte mal, Lager. Haben wir einmal Level 6, da auch. Und habe ich noch ein Elixierlager? Nee. Hä, ich habe die doch neulich erst gebaut, oder nicht? Irgendwie. Habe ich die nicht in 10 Sekunden oder so gebaut? War das nicht so irgendwie? Ja, in der Folge müsste das gewesen sein, ne? Ja, aber so ganz habe ich es jetzt auch nicht mehr in Erinnerung. Also, wir sind schon mal 4 Minuten. Ich mache mal hier erstmal einen Angriff, ne? Damit ich mich nicht zu sehr verzettel. Und dann mache ich am Ende der Folge noch ein bisschen was mit Juwelen und so. Ja, und dann gucken wir mal. Hier mache ich erstmal alles. Ich werde wahrscheinlich dann auch noch einen Clankriegsangriff oben machen, ne? Weil heute hätte ich auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Mal schauen. Da könnte ich bestimmt oben noch einen machen. Ja, müssen wir gucken. Jetzt muss ich aber erstmal hier ran. Das ist halt wieder eine schwere Base, ne? Mit den Hammern da in der Mitte, aber ich komme hier zumindest ran, ne? Das ist ganz gut.
Da kann ich auch die Kampfmaschine verwenden, so. Und ein bisschen die Barbaren hinterher. Da ist die Kampfmaschine immer ein guter Tank, ne? Und da kann man hier ein bisschen eine Kombination machen. Ach ja, ich denke mir manchmal mal so, ich würde gerne mal wieder die Let's Plays von Spark of Phoenix gucken, die vermisse ich irgendwie. Die habe ich ja letzten Sommer immer geguckt, ne? Und das war echt eine coole Zeit irgendwie so. Da hatte ich die mir echt alle aufs Handy runtergeladen, ne? Und ja, keine Ahnung, hab dann im Urlaub auch viele Videos davon geguckt, ne? Weil es kamen da so richtig, richtig viele Videos raus, ne? Und ich hab dann gedacht, okay, die kann ich dann irgendwie später nach und nach gucken, ne? Und da habe ich dann auch angefangen so mit der Zeit. Ja, und ich hing dann immer übelst weit hinterher, ne, weil er einfach so viele Videos gebracht hat auf seinem Gaming-Kanal, obwohl er da übelst wenig Zeit hatte. Also das war auch eigentlich ja, ein cooles Zeichen so, dass er da so viel Energie reingesteckt hat. Das hat ihm anscheinend sehr viel Spaß gemacht, ne, vor allem weil er ja auch gar nicht so viele Klicks dafür gekriegt hat und so. Ja, und das war auf jeden Fall noch eine coole Zeit. Und naja, keine Ahnung, ich wünsche mir sowas einfach zurück, ne? Gerade Clash Royale habe ich damals auch gern gesehen, COC natürlich auch. Und ja, es war schon echt immer sehr chillig, muss ich sagen. Zum Beispiel im Flugzeug habe ich damals auch immer Clash of Clans geguckt, ne? Und hatte immer Angst, weil man durfte da nicht im Online-Modus sein, ne? Und hatte immer Angst, wenn andere Leute dann sehen, dass ich nicht im Flugmodus bin oder denken, dass ich nicht im Flugmodus bin, weil ich hier Clash of Clans drauf habe. Ja, das wäre ein bisschen blöd gewesen, aber ich hatte natürlich den Flugmodus drin und habe nur die Videos hier geguckt. Ja, das war die Besonderheit. Aber ja, es war schon cool irgendwie, das Ganze sich mal anzugucken, ne? Weil ich hatte vorher noch nie so wirklich Let's Plays geguckt von Clash of Clans und so, weil es hat mich nie so wirklich interessiert, beziehungsweise ich weiß nicht, es gab nie so YouTuber, wo ich das mal gerne geguckt hätte, ne? Aber bei Spark habe ich es immer gern geguckt und ja. Dann hat er irgendwann leider einfach aufgehört. Er hat aber auch viele Folgen gemacht, muss ich sagen, ne? Aber trotzdem war es dann halt blöd, dass er dann zu mir nichts, dir nichts irgendwie aufgehört hat. Aber gut, ja. Ich habe dann sowieso mich quasi mehr oder weniger dran satt gesehen. Erstmal zumindest damals für die Zeit. Und da war es jetzt nicht so schlimm, dass er dann irgendwie peu à peu aufgehört hat, ne? Er hat ja nicht von heute auf morgen aufgehört. Aber es kam dann schon deutlich weniger als vorher. Also das muss man ja sagen, dafür, dass vorher so krass viel kam. Kam dann schon ziemlich wenig, aber naja, es war jetzt nicht so schlimm oder so. Aber jetzt hätte ich gerne mal wieder sowas zurück, jetzt so nach einem Jahr, ne? Da hätte ich übelst Bock, wieder da weiter zu gucken, ey. Das wäre mal richtig nice, ne, wenn das mal irgendwie passieren würde. Aber ich glaube, er wird auf seinem Gaming-Kanal nie so wieder aktiv sein, ne? Keine Ahnung. Aber ja, ist halt schade, ne? Irgendwie. Naja, mal sehen. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwann irgendwie so eine coole Serie. Mit Fortnite hat er auch wieder ein bisschen was gemacht dort, aber ist halt auch nicht so cool gewesen, ne? Weil Fortnite ist jetzt, ja, nicht so krass. Aber es hatte auch wieder so ein bisschen dieses Feeling von Clash of Clans, ne? Aber nur so ein bisschen. Es ist halt nicht so, weiß ich nicht, nicht so das, was ich mir so krass gerne angucke, ne? Dann lieber mal COC oder so, weil es ist chilliger irgendwie zum Angucken. Gut, COC war da ein bisschen ungeeignet als Serie bei ihm, hat er gesagt, ne? Da hat er dann immer das Gleiche gemacht. Keine Ahnung, ob das mir dann auch mal so geht, wenn ich, keine Ahnung, bei 40, 50 Folgen bin hier. Da könnte es sein, dass mir das dann auch mal auffällt. Zurzeit habe ich im Prinzip ja noch genug zu tun. Aber irgendwann könnte es sein, dass ich eben auch sage, nee, nichts mehr zu tun oder so, ne? Das ist natürlich möglich, aber ja, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Naja, ich würde sagen, ich beende mal das Video an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Clash of Clans und ja, dann tschüss.